Nehme jetzt auch auf. Heute zu Gast bei den beiden charmanten Anwälten Heinrich Aini Staudinger, 69-jähriger Unternehmer aus dem Waldviertel. Viel Spaß! Ja, ich glaube, diesen Spaß werden wir haben. Wir haben ja schon im Vorgespräch einigen Spaß gehabt und einiges von Ihnen erfahren. Herr Staudinger, danke, dass Sie gekommen sind. Der Bundespräsidentschaftskandidat, der als einziger wirkliche Unternehmer, wenn man die Anwälte nicht zu den Unternehmern zählt, antritt. Der Bogoleg, da wird drauf, dass er Unternehmer ist. Ich habe nach Künstler, Musiker, sagt angeblich er. Angeblich hat er einen Bierhandel. Ein Bierhandel, na gut, dann ist er auch Unternehmer, dann okay. Haben wir zwei, aber ja. Trotz alledem würde ich sagen, dass Schuhe und Möbel und Läden ein bisschen was anderes ist als also ein Bierhandel. Bierhandel ja. Das ja, Herr Staudinger, herzlichen Dank auch von meiner Seite fürs Kommen. Wir haben geplant, Sie als Herrn Staudinger ein bisschen vorzustellen, Ihren Werdegang kurz als Unternehmer. Sie haben ja doch ein sehr erfolgreiches österreichisches Unternehmen aufgebaut, mit, soweit ich weiß, 53 Mitarbeitern. Also die Hälfte von den 350 sind im Waldviertel und die andere Hälfte in unseren Läden. Ja. Und das ist eigentlich spektakulär, weil die normalen Leute das nicht mitkriegen. Ich weiß ausdrücklich von Deutschland, die drei größten Schuhhändler in Deutschland sind erstens Deichmann, zweitens, drittens, wir kennen sie alle, Amazon und Zalando. Aha, okay. Und die drei zerstören den kleinen Schuhhandel und damit verlieren die kleinen Schuhfabriken in Portugal, Clark sind auch Fabriken mit 500 bis 1000 Leuten, damit verlieren die die letzte Vertriebsbühne in Europa. Sie meinen, Amazon, die produzieren die Schuhe aus? Auch nein, nur, die nur produzieren verkaufen. Gar nichts, die dann nur handeln. Nur handeln, okay. Aus China. Und der Großteil kommt aus China. Das ist die Globalisierung. Und uns ist das, rückblickend muss ich sagen, nicht in kluger Voraussicht, sondern ein bisschen einfach auch geglückt, dass wir über die GR-Gruppe ein eigenes Vertriebsnetz haben und durch das ein bisschen eine Immunabwehr gegen die Launen des Marktes haben. Und jetzt sitzen Sie bei uns, dankenswerterweise, und kandidieren für das höchste Amt im Lande. Was hat Sie dazu motiviert, grundsätzlich sich dafür einzubringen? Das ist relativ leicht gesagt. Und zwar habe ich ganz im Ernst Sorge gehabt, dass da ein Wahlkampf stattfindet, in dem wichtige Themen einfach nicht vorkommen. Und für mich ist ein wichtiges Thema zum Beispiel Mutter Erde. Die meisten Leute sagen auch, dass wir von der Natur leben und ein bisschen radikaler gesagt ist so, wir selber sind Teil der Natur und was wir der Natur antun, das tun wir uns selber an. Und der Indianerhäuptling hat das prophezeit, dass wir eines Tages draufkommen werden, dass wir Gott nicht fressen können. Und so gesehen ist das eine wichtige Mission von mir, zu sagen, dass wir so nicht weitermachen können. Und der sogenannte Welterschöpfungstag, der Tag, an dem wir die Ressourcen der Erde für dieses Jahr aufgebraucht haben, war weltweit am 28. Juli. Das heißt, wir brauchen ungefähr zwei Welten. Für Österreich war er aber am 6. April. Das heißt, unser Lebensstil verlangt vier Erden. Und da brauchen wir uns nichts einbüten. So kann es nicht weitergehen. Und der Weg zu einem bescheideneren Leben, der muss nicht weh tun, sondern das Ziel ist das gute Leben. Und das Verrückte ist ja, dass uns dieses verschwenderische, konsumsüchtige Wegwerfleben nicht glücklich gemacht hat. Niemand glaubt, dass das das gute Leben ist, sondern wir haben eine Quote von Depression, Einsamkeit und Verzweiflung, was sich gewaschen hat. Jetzt treten Sie aber als Bundespräsident an und jetzt haben Sie eigentlich schon, jetzt wissen Sie, dass Sie als Bundespräsident eigentlich ein Berufsverbot haben werden. Das heißt,
Eigentlich dürften Sie für Ihr Unternehmen nicht mehr arbeiten. Wissen das Ihre Mitarbeiter? Und wenn die das wissen, glauben Sie, dass Sie dann noch die Stimme kriegen, weil die verlieren den Chef? Wer führt das operative Geschäft bei Ihnen aus? Spätestens, wenn Sie nicht Präsident sind. Da habe ich einen Freund und Geschäftsführer, Kollegen Paul Tritscher. Der ist so wahnsinnig fleißig, umgänglich und talentiert, dass er den Alltag in einer Weise meistert, wie ich das in der heutigen Situation gar nicht konnte. Und zwar in der heutigen Situation, da meine ich, dass man bei einer Firma unserer Größe ohne eine IT-Kompetenz einfach nicht durchkommt. Und der Paul ist so in die Firma gerutscht vor 10 Jahren, weil man mit der Computerei ein Problem gehabt haben. Und da hat uns der Paul geholfen und ich ist im Laufe der Zeit dann einfach hängen geblieben. Und wir sind jetzt in Software-Fragen einfach brillant aufgestellt, was ich nie und nimmer zusammengebracht hätte. Das heißt also, die Leute brauchen nicht nur einen Job, wenn sie Präsident werden, sie haben einen Ersatzmann oder einen in der ersten Liga. Wir haben ja heute vor, nicht die üblichen Fragen zu stellen, sondern wir wollen ja anhand von geschichtlichen Ereignissen mit Ihnen mal Ihre Einstellungen kennenlernen. Wir wollen wissen, wie Sie manche Ereignisse in der Geschichte mitbekommen haben, was da so Ihnen vorgegangen ist und wie Sie sie vielleicht heute retrospektiv betrachten. Ich starte, weil ich habe gehört, Sie haben in den 70er Jahren eine Partei gegründet schon, mit Freunden, haben Sie zumindest in Interviews gesagt. Ich starte da gleich einmal mit einer Geschichte, die ja durchaus relativ weltbewegend für alle waren, die über 40 sind. Mit aller Bestimmtheit sagen, dass wir gewillt sind, den Weg der Vernunft und der Gewaltfreiheit weiterzugehen, dass wir da keinen Millimeter der Rechtsstaatlichkeit verlassen werden. Das heißt, das Kraftwerk wird gebaut und wir werden uns sehr bemühen, zu überzeugen, dass das notwendig ist und dass den Arbeitern für die Arbeit in der Au Raum gegeben werden muss. Das war das Interview, das Bekannte vom Sinowatz, damals Bundeskanzler, und es geht um die Stopfenreuther Au in Hainburg. Das hat ja niemanden kalt gelassen. Die Grünbewegung ist ja da durchaus wirklich groß geboomt. Man kann fast sagen, er war die Hebamme. Er war die Hebamme, ja, man kann sagen, Sinowatz mit seiner Sturheit die, war die Hebamme. Absolut, absolut. Wie haben Sie das damals empfunden? Für mich war das ein unglaublich tolles Erlebnis. Ich habe mein Schuhgeschäft damals schon 4 Jahre gehabt. Der Kampf um die Hamburger Au ist in den Winter gegangen. Alle Demonstranten haben die Winterstiefel zum halben Preis gekriegt oder nur billiger, nur mit dem Versprechen, dass er ja demonstrieren geht. Der Zahntechniker, mein Nachbar, hat tagsüber jeden Tag gearbeitet und jeden Tag auf die Nacht nach Hamburg gefahren, um dort quasi die Stellung zu halten. Und dann ist Weihnachten gekommen und meine Buben waren damals 6 und 8 Jahre. Und wir haben die Buben ein bisschen erbarmt, weil ich die Buben über die Weihnachtsferien mit nach Hamburg mitgenommen habe. Und wir haben dann im Schnee in Zötter übernachtet. Und es war ein Riesenerlebnis. Und zwar war auch gesagt der Weihnachtsfriede. Die Kiewerer haben geholfen beim Lagerfeuer machen, dass wir nicht so frieren. Die Kinder sind überschüttet worden mit Süßigkeiten und Schokolade, weil alle in Weihnachts- und Feststimmung waren. Und die Kinder waren begeistert, im Winter im Zelt zu übernachten. Und der Höhepunkt von dem Ganzen war natürlich, dass wir das Match gewonnen haben und damit auch die Au gerettet haben. Und Freund von mir, der sein Leben lang auf der BOKU, Bodenkultur, Dozent und Professor war, hat gesagt, sie haben rückblickend, kann er sagen, sie haben einen Fehler gemacht, sie haben immer wieder darum gekämpft, dass Naturschutzflächen entstehen, wo die Natur geschützt wird, und haben jeden Teilerfolg groß gefeiert und in Wirklichkeit haben sie ein bisschen aus dem Auge verloren, wie rundherum
Mutter Erde kaputt geht durch die Agroindustrie und durch gnadenlose Ausbeutung. Damals ging es ja um ein Wasserkraftwerk, ja, und es hat ja dann ein paar, ganz wenige Jahre später eine andere Situation gegeben, die ja auch um ein Kraftwerk gegangen ist, die aber tatsächlich gravierend war. Das möchten wir auch kurz mal einspielen. Was da? Die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl ereignete sich ja im Jahr 26. April 1986 um 1.23 Uhr nahe der 1970 gegründeten ukrainischen Stadt Prypjat. Auf der siebenstufigen internationalen Bewertungsskala für nukleare Ereignisse wurde es als erstes Ereignis in die höchste Kategorie katastrophale Unfälle eingeordnet. Herr Staudinger, Hainburg, Lobau, Tschernobyl, auch Japan, das große Unglück. Führt uns die Ukraine-Krise, die Energiekrise zurück zur Atomenergie? Und Frankreich möchte ja im Winter die Atomreaktoren wieder hochfahren. Auch Deutschland ist sehr intensiv dran. Ist die Atomenergie eine Alternative, um das Problem Umwelt zu lösen oder einen anderen Weg zu finden? Ich finde das eine schreckliche Perspektive. Und wir müssen trotz alledem erkennen, das eine war Hamburg und die Donau, das nächste war die Atomkraft. Mhm. Und im Zentrum von dem Ganzen steckt trotzdem die Gier. Die Gier nach immer noch mehr, nach immer noch mehr Energie und. Die Cree-Indianer oft schwer gehabt und den Winter mit ihren Vorräten überlebt und im Frühling, als sie ist, oft eng geworden. Und dann, wie es eng geworden ist, hat sie manchmal herausgestellt, dass einer vom Stamm alles, was geht, an sich selber reißt und ihm das vollkommen wurscht ist, wie es dem Stamm geht. Und die Cree-Indianer haben geglaubt, das ist eine Krankheit, das ist ein Wahnsinn. Sie haben geglaubt, das ist ein böser Geist und dieser böse Geist heißt Wettico. Und wenn einer so das Gesamte aus dem Auge verliert und nur mehr für sich denkt. Und dann haben sie Bekanntschaft mit den ersten Weißen gemacht und haben gemerkt, hoppala, die haben alle Wettico. Und am Anfang haben sie geglaubt, das müssen die sein vom Stamm der Weißen, die aus ihren Stämmen ausgeschlossen worden sind, weil sie eben diese Krankheit haben, bis sie gemerkt haben, nein, die haben alle diese Krankheit. Aber was hat das mit der... Also ich würde gerne zurückkommen, noch einmal konkret ein bisschen auf die derzeitige Problematik. Atomenergie, ist Atomenergie eine Alternative, um auch in Österreich unter Umständen das Problem Energiekosten zu klären, um Umweltfragen abzusichern. Immerhin sind ja die Halbwertszeiten des angereicherten Urans einige hunderttausend Jahre. Genug. Frankreich, das ist einfach Frankreich möchte die Atomenergie rebooten, eigentlich Deutschland auch. Was kann man dagegen halten? Das ist verantwortungslos und ohne Zweifel ein gigantischer Lobbyerfolg der Atomindustrie. Und mich schmerzt es eigentlich sehr, dass die Zivilgesellschaft in ihren Möglichkeiten niemals diese Power der Lobby der Konzerne hat. Dann darf ich Ihnen da widersprechen? Bitte. Ich spiele Ihnen jetzt kurz eine Führerin der jungen Wunderbar. Welt vor. Wunderbar. Sie wissen schon, wie es ist. Planet bla, bla bla bla, bla bla bla. This is not about some expensive, politically correct green act of bunny hugging or blah, blah, blah. Build back better, blah, blah, blah. Green economy, blah, blah, blah. Das ist Greta Thunberg, die ja an sich als Lichtfigur und Lichtgestalt des Friday for Future gegen die Verschwendung, gegen die Ressourcen arbeitet, die ganze Heerscharen von Jugendlichen auf die Straße treibt, die dann mit ihrem Starbucks-Becher gegen die Verschwendung der Ressourcen demonstrieren. Aber ein wesentlicher Aspekt bei Greta ist, die auch meint, sie kann CO2 sehen,
Sie sagt das. Sie ist auch für die Atomkraft, weil es eine saubere CO2-emissionsfreie Energie wäre. Das ist das Problem. Wenn Sie sagen, die Zivilgesellschaft kann nicht dagegen auftreten. Es macht hier den Anschein, dass die Zivilgesellschaft sogar Teil dieser Bewegung ist. Immerhin dürfen Sie nicht vergessen, Friday for Future spricht eine Generation an von jungen Schülern und von jungen Menschen mit einem Hype. Also wenn die Greta ruft, dann kommen sie. Und diese Generation wird ja auch mit der Information von Greta vermittelt, die ja auch für die Atomenergie letztendlich spricht. Ist das nicht ein Widerspruch und eine Gefahr? Darf ich so sagen? Mich persönlich freut es sehr, dass junge Leute sagen, wir wollen Verantwortung übernehmen für unsere Zukunft. Wir sind enttäuscht, die Alten machen das nicht. Wir müssen uns selber bewegen, wir gehen auf die Straßen. Dass die Greta jetzt für die Atomkraft agitiert, halte ich eigentlich wieder für einen Leistungserfolg der Atomlobby. Und für mich ist das ein No-Go. Und ich finde das, also auf der einen Seite bin ich dankbar, dass die Jungen auf der Straße sind und sich bewegen und nicht nur im Konsum und im Videospielen sich verlieren, sondern sagen, ja, tun wir was, bewegen wir unseren Arsch. Und eben das mit der Atomkraft halte ich für einen völligen Irrweg. Lasst uns nicht müde werden für das Lebendige zu streiten und kritisch die Atomkraft. Ich darf Ihnen noch eine weitere Lichtgestalt vor Augen halten von der Grünen Bewegung. Das ist der amtierende Bundespräsident Van der Bellen, der ja quasi als Volkswirtschaftsprofessor dann Chef der Grünen und jetzt im höchsten Amt des Staates gelandet ist. Sie selber haben nach Ihren Interviews, wenn ich das den Interviews entnehme, ihn ja auch unterstützt im Jahr 2016, treten jetzt aber gegen ihn an. Was stört Sie an Van der Bellen, dass Sie sagen, nicht nur ich gebe ihm nicht die Stimme, sondern ich trete gegen ihn an? Ich habe aus dem grünen Ufer so manchen Vorwurf gekriegt, weil sie sagen, ich tue ja nur in dem Teich fischen, in dem der Van der Bellen normalerweise fischt. Und da stellt dann die Gegenfrage, ob Sie das Gefühl haben, dass in den letzten Jahren der Van der Bellen die Bühne sinnvoll genutzt hat, für Mutter Erde zu agitieren. Und da habe ich immer, da habe ich nie die Antwort gekriegt, ja, der hat das super gemacht. Und damit sage ich, hat das eine Berechtigung, dass ich da antritt und sage, Achtung, Achtung, wir müssen Mutter Erde ins Zentrum unserer Bemühungen bringen. Und wenn es mir gelingt, dass der Van der Bellen dieses Thema wieder ernster nimmt, weil er kommt letzten Endes aus diesem Weg, dann war das schon ein Teilerfolg. Und ich sage ein bisschen, ich verstärke das grüne Thema. Und in Wirklichkeit geht es natürlich nicht um den Van der Bellen und es geht auch nicht um den Heini, sondern es geht um das, ob wir den notwendigen Wandel schaffen oder nicht. Change by design or by disaster. Es schaut so aus, als wär man zu blöd für den Wandel durch Entscheidung, durch Nachdenken, durch Experimentieren, durch Verantwortung übernehmen. Es schaut so aus, als wäre man zu blöd dafür, aber es kommt man nur durch Desaster lernen. Ich habe irgendein unverbesserliches Gen in mir, dass ich die Hoffnung nicht aufgibt, dass wir es durch Bemühen schaffen konnten. Jetzt hat der Bundespräsident, weil wir gerade bei ihm sind, der Amtierende, natürlich auch eine entsprechende Verantwortung, auch eine entsprechend starke Stimme, wenn er zum Volk spricht. Finde ich auch, ja. Und es hat der Herr Bundespräsident doch zwei sehr interessante Aussagen gemacht. Einerseits im Zusammenhang mit der Energie und dem Ukraine-Krieg. Wir wissen, dass es alleinerziehende Mütter, Familien, die am Rande des Existenzminimums leben, mit Energiekosten vom dreifachen 500 jetzt 1.500 Euro zahlen. Hat er zwei interessante Aussagen gemacht, nämlich die eine, man muss die Zähne zusammenbeißen. Die andere Aussage ist an Frauen gerichtet, vor allem
hinsichtlich der Integration von anderen Menschen. Man muss sich solidarisieren oder die Frauen sollten sich solidarisieren und Kopftuch tragen. Sind das Aussagen, die ein Volk beruhigen in einer Krise? Sind es Aussagen, die Frauen einen gewissen Schutz geben und ein Verständnis? Ist das eine Aussage, die eines Bundespräsidenten eigentlich würdig ist? Ich finde beide Aussagen ziemlich durchgeknallt. Ich halte es für wahrscheinlich, dass er sie längst bereut. Und ich finde, dass das mit dem Kopf durch so daneben ist, wie nur irgendwas. Und in Wirklichkeit stünde es dem Präsidenten gut an, zum Beispiel auf die Not der alleinerziehenden Mütter hinzuweisen, weil das ist die größte Gruppe der Armen in Österreich. Und dass man das so zurücklässt, halte ich für komplett deppert, weil das ist schon das Saatgut für die Probleme, die wir in der nächsten Generation haben werden. Das andere, Zähne zusammenbeißen, zu den jungen Leuten sagen, das halte ich für vollkommen hirnrissig. Und zwar, wir brauchen die jungen Leute für den Umbau unserer Gesellschaft, für den Wandel. Wir brauchen ihre Kraft, wir brauchen ihre Energie, wir brauchen ihre Motivation. Und wir brauchen die jungen Leute, dass uns der Umbau gelingt. Und da verstehe ich, dass sie immer mehr junge Leute diesem Wirtschaftssystem verweigern, von dem wir deutlich sehen können, dass es Mutter Erde zerstört. Wir brauchen die jungen Leute in sinnvollen Feldern und sinnvoll, finde ich, und es wird uns nichts überbleiben, als das eines Tages zu erkennen, den Boden in einer Weise zu pflegen, dass er nicht ausgelaugt wird, sondern dass er fruchtbar bleibt und dass der Humus mehr wird und nicht weniger wird. Die Wälder in einer Weise zu pflegen, dass sie gesund sind durch Mischwälder, und das machen heute schon Leute, die wissen, dass sie zu ihren Lebzeiten keinen Gewinn draus schlagen werden, und sie machen es trotzdem. Und wir brauchen das soziale Gefüge wieder in den Ortschaften. Und ich glaube, wir kriegen das leicht, wenn wir Rahmenbedingungen für kleine Leute schaffen, die so großzügig wären, wie unsere Regierung zum Beispiel zu den Konzernen ist. Herr Staudinger. Ich muss was. Ja. Das waren ja knackige Aussagen von Van der Bellen. Ja? Und waren knackig. Wenn man zu ihrer Vita ansieht, kommen immer sehr auch knackige Aussagen und auch Slogans, sehr, sehr interessante Slogans. Einer dieser knackigen Aussagen, die mich wirklich hellhörig werden haben lassen, sind im Zusammenhang, Sie haben Probleme mit der FMA gehabt, meines Erachtens auch waren Sie auf der richtigen Seite, das ist meine persönliche Meinung, aber es gibt eine rechtskräftige Entscheidung, die hat verurteilt, was zu zahlen, eine Strafe zu zahlen. Und Sie haben gesagt, ich werde das nicht zahlen, weil ich spüre kein Unrecht. Und das ist natürlich aus der Sicht eines Bundespräsidentschaftskandidaten was sehr Spannendes, weil ja eigentlich unser System auf Rechtsstaatlichkeit basiert. Das heißt, hat jetzt jeder, beispielsweise jeder Demonstrant bei der Covid-Demonstration, der eine Strafe kriegt, weil er die Maske nicht getragen hat, das Recht zu sagen, ich spüre kein Unrecht, ich zahle jetzt diese Strafe nicht, selbst wenn sie rechtskräftig entschieden ist? Ob er das Recht hat oder nicht, brauchen wir nicht beurteilen. Es gibt Leute, die nehmen ihre persönliche Verantwortung auf diese Art und Weise wahr. Und das finde ich super. Das finde ich macht die Lebendigkeit unserer Demokratie aus. Und wie nachher der Rechtsstaat entscheidet, ist wieder was anderes. Aber genau in diesen Konflikten, dass der eine das meint und der andere das meint, und diese Konflikte dann noch öffentlich ausgetragen werden, das finde ich, ist eine Gesellschaft, in der ich gerne daheim bin. Also Zivilgesellschaft ist für Sie wichtig. Das, ohne jeden Zweifel. Das verstehe ich. Das ist auch, kann ich auch befürworten. Der Punkt ist nur der, wir reden von einem Unrechtsbewusstsein, das dem letztendlich eine Legitimation entgegensteht, nämlich eine Verordnung oder ein Gesetz. Und ist es für Sie legitim zu sagen, es gibt zwar eine Verordnung und ein Gesetz, ich habe aber trotzdem kein Unrechtsbewusstsein, oder ist es vielmehr, ich füge mich diesen Verordnungen und Gesetzen und übe meinen zivilen Ungehorsam auf eine andere Art aus? Also ich würde sagen, dass ich in Österreich Bekanntheit erworben habe, indem ich
indem ich nicht auf das geschriebene Recht mehr Wert lege als auf das innere Recht. Und da glaube ich, dass eine kluge Gesetzgebung das immer beachten muss, das Rechtsempfinden. Aber ist das nicht ein Nährboden für Anarchie? Ich würde sagen, da gibt es viele Sachen, wo das natürlich wünschenswert ist, dass sich der Staat außerhalb und den Kräften, die im Volk sind, eine Bühne überlässt und dort die Entscheidungen treffen. Und je weiter sich die Gesetzgebung vom Rechtsempfinden der Menschen entfernt, umso problematischer wird es, ein Staatsgefüge zusammenzuhalten. Wir dürfen nicht glauben, dass wir deshalb so wenig Morde haben, weil wir ein Gesetz haben, wo drinnen steht, wie viel Jahr du ausfasst für einen Mord, sondern weil wir irgendwie eingesehen haben, dass das im Umgang unter Menschen unfair ist, wenn man den Mord einsetzt, wenn man den Raub einsetzt. Und weil die meisten Leute das spüren, funktioniert das halbwegs. Aber jetzt gehen wir mal in die Politik, also Unrecht sein bei der Politik. Es gab diese wunderbare Story, dass der Herr Finanzminister, der Blümel, damals seine Unterlagen hergeben musste und da wurde er sogar vom Verfassungsgerichtshof dazu verpflichtet und es wäre also notwendig gewesen, das zu tun. Er tat es nicht. Es wäre fast zu einer Exekution gekommen. Der Herr Bundespräsident hat dann interveniert. Es wäre auch seine Aufgabe, die Exekution zu führen. Ich finde, das hat sich gefragt, das hat er gut gemacht. Und die Frage ist, aber der Blümel hat immer gesagt, er findet, dass es nicht in Ordnung ist und sein, wenn ich das auf Sie ummünze, sein Unrechtsbewusstsein geht nicht so weit, dass er verpflichtet wäre, das vorzulegen. Ist das in Ordnung aus Ihrer Sicht? Da würde ich sagen, das ist nicht in Ordnung. Und ich würde da sagen, es ist ein nennenswerter Unterschied, ob ein Minister, ein Bundeskanzler oder ein Bundespräsident so agiert wie der Herr Blümel oder ob ein Mensch der Zivilgesellschaft wie der Heini Staudinger im Fall vom Streit mit der FMA sagt, ich spüre kein Unrechtsbewusstsein. Und da muss ich trotzdem schnell dazu sagen, was war der Streitpunkt? Der Streitpunkt war, dass dank Basel II und Basel III es immer schwieriger geworden ist, für Klein- und Mittelbetriebe die notwendigen Betriebsmittel, sprich Finanzen von der Bank in Form von Darlehen zu kriegen. Ja. Mir ist der Ausweg gelungen, indem wir 200 Leute 3 Millionen Euro geborgt haben. Und so haben wir die Firma ungebremst entwickeln können. Mit dem Geld unserer Freunde ist es uns gelungen, dass wir im Waldviertel 100 Arbeitsplätze schaffen und dass wir die Energiewende auf Strich und Punkt perfekt umgesetzt haben. Uns liefert die Sonne doppelt so viel Energie, wie wir als ganze Firma brauchen. Und dann kommt die Finanzmarktaufsicht daher und sagt, ich betreibe illegale Bankgeschäfte, ich muss die 3 Millionen Euro innerhalb von 6 Wochen zurückgeben. So kann man eine Firma ruinieren. Und da habe ich gesagt, sicher nicht mit mir. Ich gebe die 3 Millionen Euro nur zurück, wenn meine Geldgeberinnen das zurückfordern. Aber nicht, weil mir die Behörde das vorschreibt. Und wie sie mich dann verurteilt haben, habe ich klipp und klar sagen können, ich spüre kein Unrechtbewusstsein, weil uns mit dem Geld unserer Freunde genau das gelungen ist, was in der Zeitung immer steht, dass er zu ist. Arbeitsplätze in der Krisenregion Waldviertel und die Energiewende. Beides haben wir geschafft. Und letzten Endes wissen wir, wie die Geschichte ausgegangen ist. Die Geschichte ist so ausgegangen, dass wir ein neues Gesetz gekriegt haben, das besagt, dass alles, was mir verboten war, jetzt erlaubt allen ist. Erlaubt ist. Und das hilft, das hilft Zehntausenden Klein- und Mittelbetrieben, dass sie sich durch Private finanzieren können und dabei auch eine Rechtssicherheit haben und wissen, dass sie nicht illegal, sondern das legal machen dürfen. Das heißt, als Bundespräsident müssen wir uns nicht fürchten, dass sie sich von einem Finanzminister einreden lassen, er muss nichts machen, weil er kein Unrechtsbewusstsein hat, aber sie sind für den unter Anführungszeichen schwachen Menschen auf der Straße da, der soll seine zivilen Gehorsam zeigen. Was ich in Ordnung finde. Aber ein jetzt wichtiger Lieblingssatz von mir stammt vom Rousseau. Zwischen dem Starken und dem Schwachen ist es die Freiheit, die unterdrückt, und das Gesetz, das befreit. Und unser Problem ist das, dass die Gesetze in der Zwischenzeit nicht von unabhängigen
Rechtswissenschaftlern betrieben wird, sondern die meisten Gesetze durch Lobby-Einfluss der Konzerne und der Hochfinanz entstehen. Und damit machen quasi die Starken die Gesetze und damit unterdrückt auch das Gesetz. Gesetz, da interessiert mich vielleicht auch eine Zwischenfrage. Wir haben Regierungsmitglieder, wir haben Minister, wir haben Staatssekretäre. Hat es für Sie bei der Angelobung eines Ministers, ist für Sie die fachliche und auch die Lebenseignung ein Kriterium, ein entsprechendes Amt auszuüben für einen Minister? Oder gäbe es für Sie eine Situation, wo Sie sagen, diese Person ist aufgrund ihrer Lebenserfahrung, aufgrund ihrer Ausbildung nicht geeignet, dieses Amt zu bekleiden? Das mag schon sein. Das mag schon sein, das möchte ich aber nicht auf dem Boden irgendwelche Überlegungen entscheiden. Ich erinnere mich, dass es einen Streit gegeben hat zur Zeit von Kreisky. Kreisky war Bundeskanzler und unser Finanzminister war Arzt, der Salcher. Ja. Und dann ist gespottet worden, wie ein Arzt Finanzminister der Republik sein kann. Und der Kreisky hat gekontert mit ein paar brillanten Ministern der letzten Jahrzehnte, die ihre Aufgabe hervorragend gemacht haben, obwohl sie nicht in dem Fachgebiet eine Ausbildung gehabt haben. Und ein Cousin von mir war in einem Riesenkonzern zuständig für die EDV, obwohl er von der EDV selber nicht viel verstanden hat. Und das Erste, was er machen hat lassen, war ein Stresstest, der 2 Millionen Euro kostet. Und in dem Stresstest ist drinnen gestanden eine To-Do-Liste, was geschehen muss, dass die EDV quasi den modernen Anforderungen Genüge tut. Und diese To-Do-Listen hat er abgearbeitet. Dafür hat er nicht, das gelernt hat er kein Spezialist sein müssen, aber er war ohne jeden Zweifel ein tüchtiger Manager. Aber gibt es als Bundespräsident aus Ihrer Sicht die Möglichkeit, Kriterien zu entwickeln, unter denen Sie nach Ausschlusskriterien oder Erfüllungskriterien sagen, das muss der Bundeskanzler in seinem Regierungsprogramm jedenfalls haben, sonst gelobe ich ihn nicht an. Also gibt es einen Kriterienkatalog für Sie? Ich würde sagen, dass wenn eine Wirtschaft predigt, die in diesem Zerstörungswerk ungebremst weiter tut, dann würde ich sagen, ist er eine Gefahr für die Zukunft und würde die zumindest einmal Bedenken anmelden. Und neulich habe ich erfahren, dass ein Bundespräsident einer neuen Regierung eine Präambel verordnet hat. Ja. Und in dieser Präambel würde ich wohl reinschreiben, dass man Mutter Erde ins Zentrum unserer Überlegung stellen müssen. Ein Weg aus den Abhängigkeiten herauszukommen heißt Stärkung der Regionalwirtschaft, die natürlich auch im Energieverbrauch wesentlich günstiger ist als das, dass wir jede Kleinigkeit über die halbe Erdkugel transportieren, bevor es bei uns ankommt. Und dass wir die Armen nicht zurücklassen dürfen, weil da tickt ohne jeden Zweifel eine soziale Zeitbombe. Was ist aber, wenn Ihnen keiner der Parteien diese Angebote macht? Wenn Sie also sagen, gut, ja, das mit der Präambel, also auf den Spuren von Kleestil, ja, das unterschreibt man schnell, man muss diese Politik dann nicht umsetzen. Wären Sie auch bereit, quasi eine Expertenregierung einzusetzen oder eine Konzentrationsregierung aus allen Parteien oder vielleicht eine Minderheitsregierung, wenn sie gesichert ist, um einfach diese Zwecke umzusetzen? Weil Sie haben ja, Sie sind das einzig direkt gewählte Organ in der Exekutive und Sie haben da schon eine sehr große Macht, die Ihnen auch die Verfassung dazu gibt. Ich finde das ehrenhaft, dass Sie mir diese großen Fragen stellen, ja, die so klingen, als würde ich schon dort sitzen. Naja, ich glaube nicht an Umfragen, wenn sie getürkt sind. Herr Staudinger, ich würde auch gerne ein anderes Thema noch anschneiden. Wir haben natürlich ein Asylproblem. Ja? Wir haben 2022 bisher 23 Femizide gehabt, also Mädchen- und Frauenmorde. Wir haben 2021 über 30 derartige
Kapitalverbrechen erlebt, großteils von Drittstaatangehörigen Syrien, Afghanistan, aber natürlich auch von Österreich, also das soll ja nicht dahingestellt bleiben. Wie schützen Sie Mädchen und Frauen oder welche Ansätze vertreten Sie, um diesem Problem Herr zu werden? Weil wir wissen, wir gehören der Genfer Konventionen, wir können Drittstaatangehörige nicht in Kriegsgebiete ausliefern. Welche Möglichkeiten sehen Sie da, der Bevölkerung Schutz zu geben? Ich finde es bitter für die Opfer und ihre Angehörigen, dass sowas passiert. Im Großen und Ganzen, so glaube ich es zumindest, passieren vor einem Mord immer haufenweise Sachen, die schiefgegangen sind. Sei es Verzweiflung oder was auch immer. Und da glaube ich, dass wir in unserer Gesellschaft viel Baustellen haben, die mit Einsamkeit, Verzweiflung zu tun haben. Und dass so das normale Lösungsmuster unserer Konflikte heißt, Konfliktvermeidung, wegschauen und so da, als war eh nichts. Das ist richtig. Und da glaube ich, dass dieses Verdrängen ja. eine Mainstream-Kultur ist, die gefährlich ist. Stimme ich Ihnen voll zu. Die Frage wäre nur, wie geht man mit den Menschen um, die die Tat bereits begangen haben? Ja, dass man es vielleicht präventiv verhindern hätte können, mag sein, aber die Tat ist begangen. Es handelt sich um Drittstaatangehörige, sie können nicht abgeschoben werden. Wie löse ich dieses Problem, das wir tatsächlich haben in Europa, nicht nur in Österreich? Ich habe das erst vor kurzem zu begreifen gelernt, dass wir die ja nicht heimschicken dürfen, wegen den Genfer Konventionen, oder? Ja, wenn in dem Land Krieg herrscht. Ja, genau. Und das ist natürlich auch nicht witzig, dass wir die dann jahrzehntelang auf unsere Kosten im Häfen haben, wo sie ohne Zweifel hinkehren. So, jetzt haben wir mal kurz die Zeit vorbei. Ich verlängere jetzt noch einmal um 5 Minuten, damit wir die Frage bekommen. Also das heißt, jetzt ich würde jetzt noch auf was... Dann hören wir auf. Gell? Dann hören wir auf, ja. So, dann hören wir auf, definitiv. Ich nehme noch mal 5 Minuten Ihres Wahlkampfs. Ich gehe jetzt noch zurück zu 2 Fragen, so quasi abschließenden Kernfragen. Der Wahlkampf zeigt ja, dass relativ hart gekämpft wird in Österreich. Wenn man in die Politik geht, da sind Sie als Unternehmer so wahrscheinlich nicht gewohnt, wie die Art und Weise, wie gekämpft wird. Unter anderem waren Sie ja beim ORF im Zentrum und da wurden Sie mit der harten Realität, der österreichischen politischen Realität konfrontiert, dass nämlich die Frau des ehemaligen Van der Bellen-Beraters, die das Alleinrecht hat, die Präsidentschaftskandidaten, die quasi gegen den ehemaligen Boss ihres Mannes antreten, zu befragen. Wie haben Sie denn das empfunden, diese ORF-Geschichte? Ich war an dem Abend ziemlich bedient und gesundheitlich gar nicht am Damm. Und ich habe zum Kämpfen gehabt, dass ich die Zeit durchstehe und es ist mir nicht gut gegangen. Aber was da wirklich gerannt ist, habe ich dann eigentlich erst im Nachhinein geschnallt und habe mir gedacht, um Gottes Willen, ja. Und zwar, das ist nicht um eine Diskussion oder einen Dialog gegangen, sondern das ist um das gegangen, dass die 6 Kandidaten vorgeführt werden. Und so gesehen bin ich froh, dass ich trotz meiner gesundheitlichen Handicaps wenigstens die Zeit durchgestanden habe, auch wenn ich mich geärgert habe, dass ich... Umfragen vor einer derart wichtigen Wahl. Sollten Umfragen stattfinden, Prognosen, Wahlprognosen, die ja letztendlich mit den entsprechenden Medien auch vorentschieden werden können? Da haben wir ja in den letzten Jahren einiges miterlebt, wie das mit den Umfragen so sein kann und wie man mit Geld sowohl Umfragen als auch Zeitungen kaufen kann. Und da würde ich sagen, die Manipulation
ist ohne Zweifel eine gefährliche Droge, auf die so manche Machthaber gerne zurückgreifen. Und ohne jeden Zweifel ist sie ein ganz wichtiger Feind der Demokratie. Und wie man das in den Griff kriegt, wieder durch eine wache Zivilgesellschaft und durch Medien, die in ihren Fokus nicht zuallererst den Profit haben, sondern eine Fairness und letzten Endes ein häufiges Bündnistreue zur Wahrheit haben. Wir haben ja jetzt erlebt, dass der Herr amtierende Bundespräsident sich ja dem Wahlkampf gar nicht widmet, sondern weil er ja die Möglichkeit des Bundespräsidenten nutzt, Versteigerungen eines Abendessens mit ihm macht, aber tatsächlich sich den Medien kaum in Diskussionen mit den anderen Kandidaten stellt. Auch wir haben ihn eingeladen, wir haben sogar extra einen Aschenbecher mitgenommen, also er könnte herkommen, damit auch während des Interviews raucht, aber er hat sich bis jetzt abgesagt, er hat gesagt, er hat keine Zeit, obwohl wir ihm eigentlich überhaupt noch keinen Termin genannt haben, weil er konnte sich aussuchen. Jetzt frage ich Sie, wie ist das, wenn der amtierende Bundespräsident sich dem Wahlkampf entscheidet? Ist das ein Problem? Ist das eine Charakterschwäche oder was ist das? Hat die Bevölkerung ein Recht darauf, selbst wenn es die zweite Amtsperiode ist, zu wissen, wie sich der amtierende Bundespräsident vielleicht verändert hat? Ehrlich gesagt, finde ich das nicht anständig, dass er sich diesen Diskussionen nicht stellt. Aber nur unanständiger finde ich eigentlich die Millionen, die er zusätzlich aus sich hat. Und da glaube ich, dass diese Millionen vor allem gut sind für die Agenturen, die damit ein Geschäft machen. Ich bin nicht sicher, ob es nicht sogar im Sinne vom Werbeeffekt wertvoller gewesen wäre, wenn er wenigstens die Hälfte von diesen Millionen den Armen geschenkt hätte. Ruhig und dabei sein der Medien und Ding. Ja. Aber damit nur die Landschaft zuzupflastern mit tausenden Plakaten, mit irgendwelchen dunklen Schreibtischen, nichtssagenden Slogans, das finde ich eigentlich, ich persönlich finde das eine Verhöhnung der Demokratie. Wo werden Sie den Wahltag verbringen? Ich gehe ganz sicher in Schrems im Waldviertel Wöhn und habe mir vorgestellt, dass ich wahrscheinlich mit dem Zug dann nach Wien fahren wird. Aber ein anderes Vorbild war der Café Illy von Triest, der als Spitzenkandidat für die Region Friaul antreten ist, am Sonntag in der Früh Wöhn gegangen ist und dann mit dem Segelboot auf die Adria rausgefahren ist und auf die Nacht hat sich herausgestellt, er hat die Wahl gewonnen und dann haben die Medien ihn gesucht und er ist ohne Funk- und Handykontakt auf die Adria rausgefahren. Also finden wir sie auf der Adria. Und ist erst am nächsten Tag in der Früh zurückgekommen, wo sie ihm gesagt haben, er hat die Wahl gewonnen. Also sowas planen Sie. Es wird schwierig sein, ein derartig großes Gewässer zu finden, aber Werden Sie begleiten zum Wahlergebnis oder bei der Beobachtung des Wahlnachmittags? Habe ich mir auch noch keine Gedanken gemacht, aber es wird. Ich halte für wahrscheinlich, dass ich nicht alleine bin. Danke jedenfalls, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Zu unserem danke, Herr Staudinger. Also. Danke, danke. Und viel Erfolg für den Wahlkampf. Danke. Sie werden das, es wird jedenfalls ein Erfolg. Es ist ein Erfolg, schon antreten zu können. Ich gratuliere Ihnen dazu und vielleicht schaffen Sie die Stichwahl. Und danke. Sie können am Ende des Tages sagen, Sie haben etwas gemacht dagegen, Sie haben es probiert. Es war mir nicht egal. Scheiße plus X. In diesem Sinn danke. Kommen wir das nächste Mal mit Gerald Groß. Am Montag ist Walter Rosenkranz bei uns und am Dienstag der Gerald Groß. Und vielleicht kommt noch Pogo oder der Herr Kollege Valentin. Wir werden noch schauen, wir kämpfen darum, dass die sich doch überzeugen lassen, sich mit uns einen Termin zu machen. In diesem Sinne. Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht, es hat Ihnen gefallen, es hat Ihnen ein bisschen einen Eindruck von Herrn Staudinger gegeben und wir wünschen Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal.